Haben wir noch ein Boot? Nee, ist eine Schildkröte. Auf geht's. Das ist natürlich auch großartig. Na? Wenn man das irgendwie hinbekommen könnte, dass man direkt mit dem Boot zum Dorf fahren könnte, wie. Das können wir ja auch. Wir müssen ja im Prinzip nur hier jetzt unter der Brücke durch. Ah ja. Und dann hier unseren alten Weg wieder lang. Schön. Und dann einfach bei dem Berg, dann einfach da weiterfahren. Das haben wir ja nie gemacht. Wir sind ja immer hier zu dem Berg. Dort sind wir ja nie lang gefahren. Das ist eigentlich ganz einfach, ne? Da ist der Berg und hier ist das Dorf. Oh, da sieht man das mal hier von der Seite. Ach, schön. Ja, ja. Da sind schon unsere ersten Dorfbewohner. Ist ja noch eine offene Tür. Wir hatten ja hier das. Na. Ah, jetzt hänge ich hier wieder in dem Wasserloch. Also wir hatten ja hier die. Ah, ich ziemlich. Glaube ich, die Wolle vergessen. Ach, der ist auch noch da. Nee, wir hatten die Wolle hatten wir noch hier wegen der Bettengeschichte. Muss ich mich mal eben wieder kurz orientieren. Also hier war die Werkbank für den Schmied. Genau, das war ja hier die Hütte. Dann würde ich doch mal sagen, dass wir hier von den Betten einfach jetzt mal hier ein paar wieder verteilen. So, dass die sich da vermehren können. Sehen, machen wir mal hier. Mal fünf Stück mal eben hier. Dann haben wir noch die Schere. Mal gucken, ob wir dann noch mal ein paar Schafe dann mal hier finden. Das sieht wirklich gemütlich aus hier mit den kleinen Hütten hier, so mit den Bäumen auch. Also, da freue ich mich schon, wenn das hier besiedelt wird. Hoffen wir mal. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir da so eine Dorfglocke dann auch nochmal. So, der hat ein Bett nah. Uns da nochmal hin. Setzen so als Versammlungsort. So, ich packe jetzt mal einfach mal in jedes Haus einfach mal ein Bett. Und dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Es müssen einfach mehr Bewohner werden. Da ist ein Bett, da haben wir die beiden, hier die Farmer und hier, das ist hier der Arbeitslose hier. Ah ja, das ist zum Beispiel der mit dem Kopf wackelt hier, das ist einer, der kann eben nichts lernen. Das ist halt so ein Nichtsnutzer, heißt der, glaube ich.
So, bei den Schmied, da ist noch nicht alles soweit klar. So, mal gucken. Dann haben wir ja hier eine Glocke und hier haben wir noch eine zweite, war doch da auch noch, ne? Da ist eine. Ich schau mal eben hier, genau, da ist jetzt auch gerade kein Bett. Das packen wir dann hier wieder rein. So. Alles klar, das sind die Pharma-Geschichten. So, das heißt, hier ist ja auch noch eine Schildkröte. Ah, die ist so schön. Ach, rötlich. Ah, klasse. Genau, da haben wir hier eine Glocke. Genau, da haben wir zwei Glocken. Haben wir. Ist die Frage, ob wir die eine da wegnehmen können. Das machen wir vielleicht später mal. Wir warten mal ab. Hier, wir haben ja Farm, haben wir ja ohne Ende. Ja, die sind jetzt auch schon wieder hier so am Versammeln. Okay. Ja, gut, lass die mal machen. Jetzt würde ich nämlich einfach sehen, ich würde hier noch mal ein zweites Bett noch mal reinstellen, sodass die da auch mal ein bisschen mehr haben. Und hier auch noch mal eins, so in der Nähe von unserem. Vielleicht müssen wir ja auch noch mal ein Haus dazwischen setzen, sodass wir den Abstand hier verringern. Ich denke mal, das mal gucken. So, hier haben wir ja die Fischerhütte, hatten wir ja hier vorgesehen. Das war hier der. Hier sind ja auch schon zwei Betten. Hier ist ja der Fletching Table, da ist ja auch nichts mehr drin. So, und ich denke mal, dass wir hier dann vielleicht nochmal ein. Da ist der fahrende Händler. Nochmal eine Hütte nochmal dazu setzen. Und hier hinten würde ich ja ganz gerne. Da hätte ich ganz gerne noch ein Feld. Also, dass wir vielleicht hier auch einen Farmer herbekommen. Jetzt gehe ich mal eben schlafen. Ist noch nicht so weit. Mal den Teppich mal eben hier. Naja, es ist, sieht nicht aus. Pack ich erstmal in die Kisten. So, jetzt müsste es eigentlich Nacht sein. Ja. So, ich pack mal eben die Sachen hier für das Dorf. Hier mal eben die Kiste. Und werde dann erstmal die Runde mit dem Boot erstmal weitermachen. Beziehungsweise, ich könnte das mit dem Feld ja mal machen. Ich habe einen Wassereimer, habe ich ja da. Dass er vielleicht hier mit dem Komposter. Ja, kurz überlegen. Ich
ich baue mal ein Feld und das werde ich jetzt auch gar nicht groß irgendwie einfassen, sondern einfach so offen, so dass wir hier einfach mal ein bisschen was für den Farmer haben zum Arbeiten. Dann bauen wir mal zwei von den Hacken. Jetzt machen wir hier so einen Eimer Wasser. Ja, mal sehen, wenn wir jetzt sagen, müsste doch eigentlich hier eine Hütte eigentlich noch hin, also für den Farmer. Die würde ich mal hier so dazwischen setzen, also mal so hier so. Das hat auch mehr so frei nach Schnauze, einfach hier so. Dann nehme ich gleich mal hier den Excavator, hier gleich mal ein bisschen Strecke machen. Das ist ja eine super Sache hier mit dem Feld da hinten. Würde ich das hier mal so machen. So, mal sehen, dann kriege ich da hier so ein bisschen Holz. So, dann denke ich mal, dass wir hier dann würde ich da so eine Farmerhütte hinbauen. Mal gucken, dass wir den Baum noch wegnehmen hier. Na? Dark Oak Lock haben wir hier. Das wollte ich eigentlich gar nicht haben. Nur mal hier von dem normalen Spruce. Na, wieder kein Platz. Na, die werde ich mal alle mal eben hier wegsammeln. Hier, das macht richtig Laune. Ne? So. So haben wir die Sitzlinge 8 Stück.
Mhm. Haben wir noch keinen Platz. Jetzt.